Hi, heute geht es um dynamische Seiten. Hast du vielleicht schon mal gesehen? Links so im Editor steht da dynamische Seiten. Und falls du nicht weißt, was sind dynamische Seiten, wie kann ich die nutzen, wie machen sie mir mein Leben einfacher und im Allgemeinen ist das Ganze schwierig, nicht schwierig. Ja, darum geht es in diesem Video. Also im Allgemeinen über dynamische Seiten. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu der Wix.com Akademie. Mein Name ist Petra und ich liebe Wix. Als erstes müssen wir natürlich das Mysterium, was ist eigentlich eine dynamische Seite, lösen. Hast du schon gesehen, ne? Hier dynamische Seiten. Also eine dynamische Seite ist eine einmalige Designvorlage einer Seite, die sich automatisch mit bestimmten Inhalten füllt. Also sowas wie eine Design-Strickanleitung, die immer wieder die gleiche Seite mit einer eigenen URL, ne, deswegen ist es so geschickt, erstellt, aber jedes Mal inhaltlich anders aussieht, je nachdem, welche Kollektion oder welchen Datensatz du hinzugefügt hast. Falls dir das Ganze zu abstrakt ist, zeige ich mal am besten, wie es geht. Am einfachsten geht man dazu im Editor auf dynamische Seiten und klickt auf Hinzufügen. Jetzt kannst du natürlich aus Vorlagen auswählen oder eine nackige Seite, also ich sag jetzt mal nackig einfach in dem Sinne, machen. Falls du eine Datenkollektion hast, wie ich in diesem Fall, gehe ich mit. Übrigens, schau dir auch unbedingt mein letztes Video zum Thema, wie verbinde ich Repeater mit einer Kollektion. Den Link findest du in der Beschreibung. In diesem Fall möchte ich hier eine Seite für mein Team haben. Da ich eine Vorlage ausgewählt habe, wurden nicht nur eine, sondern zwei dynamische Seiten erstellt. Eine für den Gesamtüberblick und eine für jeden einzelnen Teammitglied. Ich habe nun die Möglichkeit, die Einstellung der Seite zu definieren. Wie du siehst, haben die dynamischen Seiten bei der URL eine Variantenkomponente. So, ich kann nun meine Kollektion ergänzen. Dafür klicke ich auf meine Inhalte verwalten. Du siehst bereits auf der rechten Seite, wie sich die dynamische URL der einzelnen Teammitgliederseiten verändert. Eine solche eigene URL haben natürlich den Vorteil, dass sie zusätzlich ganz aktiv zum Thema SEO beitragen. Wichtig ist, dass du, wenn du fertig bist, die Inhalte live stellst, ne? Dann du kannst die dynamischen Seiten nicht in der Vorschau sehen, solange das Ganze in der Sandbox steht. Vielleicht geht es ja mittlerweile, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich die Inhalte live stelle, dann kann ich die besser überprüfen. Genau, so machen wir das. Übrigens, du kannst zu der ausgewählten Vorlage in der dynamischen Seite eigene Elemente hinzufügen. Die kannst du verbinden oder auch nicht. Wenn du sie nicht verbindest, sind sie statisch und werden auf jeder dynamisch generierten Seite gleich bleiben. Und so sieht das Ergebnis aus. Falls du nur mehr solche Videos sehen möchtest, gib mir diesem Tutorial einen Daumen hoch, dann weiß ich Bescheid und mach noch mehr Videos zum Thema dynamische Seiten. Hat dir dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Subscribe meinen Channel, damit du nichts verpasst. Und falls du Fragen hast, poste diese liebend gerne in die Kommentare. Ich werde sie beantworten, versprochen. Und in diesem Sinne, let's wix it, deine Petra.